Hi Netzwelt, habt ihr Bock auf ein Heimkino, aber keinen Platz, euch einen Beamer unter die Decke zu hängen, eine Leinwand aufzubauen und noch eine fette Tonanlage hinzustellen? Das braucht ihr auch nicht mehr. Ihr braucht nur noch eine Dose. Natürlich nicht diese Dose, sondern diese Dose hier, den Anker Nebula Capsule 3 Laser. Ja, was dieser Mini-Beamer so alles kann, schauen wir uns gleich an. Zuvor noch der Tipp, wollt ihr kein Video von uns verpassen, folgt uns hier auf YouTube, Instagram, TikTok oder Twitter. Und jetzt heißt es, Film ab! Ja, was kann dieser Mini-Beamer in Dosenform? Tatsächlich kann der Anker Nebula Capsule 3 Laser ein 120 Zoll Bild an die Wand werfen, in Full HD, dafür muss er nur knapp 3 Meter entfernt von der Wand stehen. Allerdings wird es nicht in so einem Raum wie hier klappen, denn das Ding hat nur 300 Ansilumen an Helligkeit, das heißt, ihr müsst den Raum schon abdunkeln, wenn ihr etwas sehen wollt. Ja, beim Filmschauen braucht ihr auch keinen externen Lautsprecher, denn zwei Lautsprecher sind hier drin verbaut, liefern eine Leistung von 8 Watt. Insgesamt ist es okay, wenn ihr ganz alleine zu Hause Fernsehen schaut. Allerdings würde ich schon dazu raten, gerade wenn ihr mit mehreren schaut, externe Lautsprecher anzuschließen, weil ihr dann doch einen deutlich voluminöseren und satteren Klang bekommt, als wenn ihr nur auf den Nebula setzt. Alternativ könnt ihr aber, wenn ihr unterwegs seid, den Nebula auch als Bluetooth-Lautsprecher verwenden. Auch da ist das Klangerlebnis aber nicht so dolle. Also wie gesagt, mein Tipp nochmal, schließt besser für einen guten Ton externe Lautsprecher an. Das könnt ihr per Bluetooth tun oder über den AUX-Eingang auf der Rückseite. Wie bekommt ihr überhaupt Inhalte auf dem Beamer? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe ja schon gesagt, das Gerät läuft mit Android TV, Android TV 11, um genau zu sein. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich nahezu alle Streaming-Apps von YouTube, Disney+, Prime Video auf das Ding herunterladen, Daten, euch einloggen und dann mit einer WLAN-Verbindung, die ihr natürlich benötigt, den Film streamen. Das klappt ganz gut. Eine Ausnahme gibt es, das ist Netflix. Aufgrund von Lizenzproblemen kann man die Netflix-App nicht aus dem Google Play Store hier laden, sondern nur über Umwege, über so einen Zeitload auf das Gerät bringen. Und dann ist die Bedienung sehr, sehr umständlich. Deswegen wäre mein Tipp, wenn ihr Netflix gucken wollt auf dem Nebula Capsule 3 Laser, solltet ihr lieber ein externes Gerät mit Netflix als Quelle anschließen. Dafür haben wir hier eine Möglichkeit, den HDMI-Anschluss. Daneben seht ihr, hat der Capsule 3 Laser auch ein USB-C-Port. Den könnt ihr benutzen, um das Gerät zu laden, aber wenn der Akku voll ist, könnt ihr daran auch externe Laufwerke anschließen und einen Film quasi von eurer Festplatte wiedergeben. Verbaut ist im Capsule 3 Laser ein 15.000 mAh Akku. Das reicht knapp für einen Film, also 2,5 Stunden ungefähr könnt ihr damit Film schauen. Ihr könnt das Gerät aber auch am Stromnetz betreiben oder über eine Powerbank, wenn sie leistungsstark genug ist, und während des Ladens weiter Filme schauen. Ja, alles in allem muss ich sagen, macht es schon Spaß, mit dem Capsule 3 Laser Filme zu schauen. Vor allem das Bild ist richtig gut, der Ton ist, wie gesagt, ausbaufähig und dass man Netflix nicht direkt installieren kann, nervt halt schon ein bisschen. Das ist aber bei vielen Konkurrenten nicht anders. Größtes Manko aus meiner Sicht ist eigentlich der Preis, denn der Capsule 3 Laser kostet am Markt 899 Euro derzeit und man bekommt vergleichbare Modelle schon für 400 bis 600 Euro. Also eine Alternative ist zum Beispiel der Xgimi Mogo Pro 2 oder der Samsung The Freestyle. Die liegen zwischen 400 und 600 Euro. Problem bei den beiden Geräten ist, dass sie keinen internen Akku mitbringen. Das heißt, da müsst ihr einen Akku-Pack anschließen, was ihr noch separat erwerben müsst. Das kostet bei Samsung zum Beispiel noch 120 Euro extra, aber selbst wenn ihr das draufrechnet, seid ihr immer noch unter dem Preis vom Nebula Capsule 3 Laser und deshalb würde ich eher dazu raten, zu warten, dass dieses Gerät ein bisschen im Preis fällt. Anker ist dafür auch bekannt, ab und an mal Rabattaktionen zu starten. Das heißt, wenn ihr es für 700 oder 600 Euro bekommt im Angebot, könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen. Darüber würde ich eher zu einem Konkurrenzprodukt raten. Ja, das war unser Testbericht zum Nebula Capsule 3 Laser, dem Mini-Beamer mit dem unaussprechlichen Namen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann folgt uns auf YouTube. Schaut auch gerne auf unseren anderen Kanälen bei Instagram, Twitter oder TikTok vorbei. Und natürlich könnt ihr alle Details zum Beamer nochmal bei uns auf der Webseite auf netzwelt.de nachlesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.